Vielen Dank, auch Herr Horn, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich werde gar nicht viel zu Handelsströmen sagen. Dazu habe ich ja oft die Gelegenheit, aber heute habe ich mir gedacht, müssen wir in die Verteilungsdiskussion einsteigen. Das ist ja wahrscheinlich im Hintergrund das große Thema, über das wir uns auseinandersetzen müssen. Schon vor 200 Jahren gab es in Großbritannien einen Thomas Babington Macaulay, der gesagt hat, Free trade, one of the greatest blessings which a government can confer on a people, is in almost every country unpopular. Das ist also vor 200 Jahren so gewesen. Und wenn wir heute durch die Länder gucken und uns Umfragen ansehen kann, und Wahlergebnisse vor allem, dann kann man glauben, dass das sich nicht wirklich verändert hat. Was ist der Hintergrund? Ich glaube, was wir häufig sehen, was wir in den USA gerade sehen, was wir auch in Europa immer wieder sehen und in der Geschichte auch, ist, dass eine Blame the Foreigners-Strategie, also an unseren eigenen selbstgemachten Problemen, häufig am sozialpolitischen Versagen im eigenen Land, da machen wir die Ausländer verantwortlich. In den USA konnten wir das ja wunderbar sehen. Die mexikanischen Immigranten, die chinesischen Exporteure, die sind schuld am Niedergang von Regionen und an Armut und Ausgrenzung in den amerikanischen Suburbs, und es sind nicht die eigenen selbstgemachten politischen Fehler. Und diese Masche, die funktioniert ganz gut, wahltaktisch ist sie sicherlich hin und wieder erfolgreich, aber wir wissen auch sehr genau, wohin das langfristig wirtschaftlich führt, nämlich nicht in eine Verbesserung der Aussichten derer, deren Interessen man zu vertreten vorgibt, und es führt auch zu globalen Konflikten. Das ist das Material, aus dem Handelskriege gemacht werden und im schlimmsten Fall mehr als nur Handelskriege. Und es führt auch, diese Rhetorik führt auch zum Einsatz am Ende falscher Instrumente. Herr Hoffmann hat das schon ganz richtig gesagt, die Zölle werden und die Gegenzölle der EU, falls denn solche passieren sollten, werden die Probleme, die wir haben, nicht aus der Welt schaffen. Sie werden die Leute, die Trump gewählt haben, nicht zurückversetzen in einen besseren wirtschaftlichen Zustand, den sie sich vielleicht wünschen würden. Ich möchte 5 Punkte mit Ihnen diskutieren oder kurz ansprechen. Zum einen glaube ich, wenn wir über die Verteilungseffekte von Globalisierung reden, müssen wir uns vorher irgendwie verständigen über die Fakten zur Ungleichheit. Und da haben wir, das werden wir vielleicht auch im Laufe des Tages sehen, wahrscheinlich zwischen dem Münchner IFO, wo ich herkomme, und anderen Institutionen doch Wahrnehmungsunterschiede. Ich möchte mal die Wahrnehmung aus dem IFO darstellen und das so tun, dass Sie vielleicht meinen könnten, das könnte konsensual sein. Nicht? Ich will mich nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen. Und dann möchte ich Ihnen das Matthäus-Prinzip vorstellen. Ja, wir sind ja hier in einem Kirchenraum. Ich habe mir gedacht, das passt. Seien Sie gespannt, was das bedeutet. Dann ein paar Erfahrungen aus der TTIP-Debatte, aber ganz kurz. Vielleicht sprechen wir danach noch länger darüber. Die vergessene Preisseite in die Wahrnehmung bringen hier bei uns. Und dann ein paar wirtschaftspolitische Forderungen aufstellen. Nun, zunächst einmal zu den Fakten. Was ist denn passiert mit der Ungleichheit in Deutschland? Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre bis etwa 2005, ein Anstieg der Ungleichheit, wie Sie hier sehen können. 15 Jahre der schnellen Globalisierung, nicht nur die Ostöffnung, das Ende des Kommunismus, der Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation und ein deutliches Aufspreizen der Bruttoarbeitseinkommen. Das sehen Sie da auf diesem Bild. Und in der Phase danach, in den letzten 10 Jahren aber, hat sich die Situation verändert. Seit 2005 steigt die Ungleichheit der Bruttolöhne unter den Beschäftigten nicht mehr weiter an. Sie ist konstant, man kann sagen konstant auf hohem Niveau, aber die dramatische Dynamik, die wir hier hatten, die ist gebrochen. Und wir haben sogar eine Trendumkehr, wenn wir die Ungleichheit in der Gesamtbevölkerung betrachten. Also nicht nur unter denen, die Arbeit haben, sondern unter allen. Und das, was hier passiert ist, um 2005, das wissen alle, war auch die Trendwende bei der Arbeitslosigkeit. Und Personen, die vorher ein Bruttoeinkommen hatten von null, weil sie keine Arbeit haben und heute solches Einkommen beziehen, das führt dazu, dass die Bruttoeinkommensungleichheit in Deutschland, wenn man die Gesamtbevölkerung ansieht, rückläufig ist. Sie ist noch nicht dort, wo wir einmal waren, Anfang der 90er Jahre. Es flacht sich auch ab hier am aktuellen Rand. Also ich will nicht sagen, alles ist gut. Aber ich glaube, das ist das erste Faktum, das ich mit Ihnen teilen möchte. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die Frage, was leistet eigentlich der Staat und wie gut ist er bei dem, was er tut, wenn wir über Ungleichheit und Einkommensverteilung sprechen. Hier sehen Sie zwei Kurven. Die blaue ist der
Gini-Koeffizient, also ein Maß für die Ungleichheit der Einkommen in Deutschland über die Zeit. Da sind jetzt nicht nur Arbeitseinkommen enthalten, sondern auch andere Einkommen, Einkommen aus Kapital, Einkommen aus Vermietung und so weiter und so fort. Und Sie sehen, das ist angestiegen und es ist dann zurückgegangen, ein Stück weit. Nicht dramatisch, aber ein Stück weit immerhin zurückgegangen. Das sind die Bruttoeinkommen, also vor Eingriff des Staates durch Steuern und Transfers. Und was Sie hier unten sehen, ist da ebenfalls ein Anstieg. Hier der Nettoeinkommen, also nachdem der Staat tätig war mit Steuern und Transfers. Und wir sehen hier kaum einen Rückgang. Was zeigt uns das? Das zeigt, dass die Umverteilung, die hier stattfindet, die eben den Unterschied ausmacht zwischen der Bruttoverteilung, zwischen der Verteilung, die aus dem Markt herauskommt, und der Nettoverteilung, was die Menschen wirklich dann für sich zur Verfügung haben, für den Konsum, dass diese Umverteilung über die Zeit weniger geworden ist. Warum? Zum Beispiel, weil wir den Spitzensteuersatz von 1,57% abgesenkt haben über die Jahre auf 44,3. Auch weil die kalte Progression dazu führt, dass die Progressivität im Steuersystem immer schwächer wird. Wenn wir dieselbe Umverteilung hätten heute, wie wir sie im Zeitraum 97 bis 2003 hatten, also hier am Beginn der Periode, dann würde die Nettoeinkommensungleichheit in Deutschland deutlich geringer sein, als sie wirklich ist. Warum zeige ich Ihnen das Bild? Weil wir hier ein Stück weit sozusagen selbstgemachte Zunahme haben bei der Nettoungleichheit in Deutschland. Und wir vorsichtig sein müssen, hier jetzt dafür die Immigranten oder die Chinesen oder sonst jemanden verantwortlich zu machen. Da ist ziemlich klar, was sozusagen zumindest beigetragen hat zu dieser Entwicklung, nämlich ein Rückbau ein Stück weit der Progressivität in unserem System Steuern und Transfers. Und ein anderes Bild möchte ich Ihnen auch zeigen, das kommt jetzt nicht von mir, sondern von meinem Kollegen Andreas Peichl am IFO-Institut, der sich mal angeguckt hat, wie ist denn die Grenzbelastung der Einkommen von verschiedenen Familienkonstellationen. Hier Alleinerziehende mit Kind, wahrscheinlich eine Frau, eine alleinerziehende Frau. Und was Sie hier sehen, diese blaue, zackige Kurve, zeigt Ihnen die Grenzbelastung, wenn also diese Person von 10.000 auf 10.002 oder 1 Euro ihr Nettoeinkommen, ihr Bruttoeinkommen erhöht, wie viel muss sie davon abgeben an den Staat? Weil sie auf Transfers verzichten muss, weil ein Wohngeld vielleicht nicht nur bezahlt wird, weil es in eine höhere Steuerklasse geht und so weiter und so fort. Und was Sie sehen, sind sehr hohe Steuersätze hier, sehr hohe Grenzbelastung hier. Das heißt, wir haben hier ein Problem mit dem Sozialstaat, weil er eben nicht umverteilt hin zu denen, die hier niedrige Einkommen haben, sondern gerade dort, wenn die Einkommen steigen sollten, wenn das Bruttoeinkommen steigt, sehr stark dabei mitverdient. Und das führt dazu, dass die Progressivität kleiner ist, als sie sein sollte. In dem Bereich hier zwischen 12.000 und 20.000 Euro Haushaltsbruttoeinkommen bringt es in dieser Konstellation kaum etwas, sein Bruttoeinkommen zu steigern, weil der Verlust von Transfers, die höheren Steuern, die höheren Sozialabgaben alles wegfressen. Und das, glaube ich, ist ein Teil des Problems. Da haben wir noch gar nicht über die Ausländer gesprochen und über die Exporte und die Importe. Das ist auch etwas, das wir hier bei uns sofort selber regeln können, wenn dazu der politische Wille da ist. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, Jens Südekum wird darauf noch stärker eingehen, ist die Frage, haben wir wirklich in Deutschland die große Spaltung? Vor kurzem war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel, das geteilte Land. War der Anlass für uns, ein bisschen in die Daten zu gucken. Und nein, auch hier ist eigentlich der Befund nicht so katastrophal, wie er manchmal mitgeteilt wird. Hier habe ich jetzt wieder ein Maß der Ungleichheit, ein Gini-Koeffizient, von 2000 bis 2015, wie ungleich sind die Einkommen in Deutschland verteilt über 402 Kreise und kreisfreie Städte. Und was Sie da sehen, hier die schwarz unterbrochene Linie, es geht ein bisschen seitwärts von 2000 bis 2007 ungefähr, 2008, und dann geht es runter mit diesem Ausmaß der Ungleichheit. Wir beginnen sicherlich an einem hohen Niveau, hier 2000, aber es gab hier eher ein Zusammenwachsen als ein Auseinanderdriften in Deutschland. Das gilt besonders für den Osten, das ist hier mit der orangen Farbe eingezeichnet. Es gilt nicht für den Westen, der ist ungleicher geworden bis 2007, aber danach auch gleicher. Nicht? Das ist ein Stück Befund. Jetzt können Sie sagen, der Gini, der macht keinen Sinn in diesem Zusammenhang. Schauen wir uns andere Ungleichheitsmaße an. Aber das Bild ist relativ eindeutig, egal wie wir es machen, Gewicht mit Bevölkerung oder nicht. Hier ist die Varianz der... Ja, vergessen Sie die Details, das sind andere Maße der Ungleichheit, aber wir bekommen immer diese nach unten geneigten Kurven. Jedenfalls seit dem Jahr 2000 von einem Auseinanderdriften der Regionen, in diesem Zeitraum jedenfalls,
ist nicht viel zu sehen. Jetzt kann man sagen, BIP pro Kopf, das ist eine unsinnige Zahl, Brutto, Inlandsprodukt. Wie wäre es denn mit dem verfügbaren Einkommen? Hier ist es. Das verfügbare Einkommen, hier nicht über Kreise, da haben wir das nicht, sondern über Regierungsbezirke. Aber auch da, egal wie Sie messen, die Varianz, ein anderes Verteilungsmaß hier, das Verhältnis der Perzentile oder einen Teilindex, ja, das ist alles Mathematik, aber gut in der Literatur ausgewiesene Verteilungsmaße, es geht hier nach unten. Das ist auch ein Faktum, auf das sollten wir uns verständigen können, denn das sagen uns die Daten. Jetzt wollen wir aber über den Handel sprechen, nicht? Und ich habe Ihnen das Matthäus-Prinzip versprochen. Warum? Was wollen wir erklären? Wir wollen erklären, das Explanandum ist, warum die Rohungleichheit, ja, also das Ansteigen der Ungleichheit der Löhne hier in diesem Fall, warum das so stark zugenommen hat. Hier sehen Sie die Zeitreihe bis zum Jahr 2007, danach bricht sie ja. Ja, auch das sind jetzt Daten der Bundesagentur für Arbeit. Auch dort sehen wir so seit 2002, 2003 einen Bruch dieses Trends. Aber gut, lassen Sie uns über diesen dramatischen Anstieg nachdenken. Und es klingt ja zunächst einmal extrem plausibel zu sagen, da hat der Handel oder die Globalisierung was damit zu tun. Denn die blaue Kurve hier, das ist einfach nur mal die Offenheit Deutschlands. Und Sie sehen, wo sie besonders zugelegt hat, wo sie sich beschleunigt hat, Anfang der 90er Jahre, bis vor die Lehman-Brüder Pleite, sind diese beiden Kurven stark gleichlaufend. Wie können wir das zusammenbringen oder können wir es überhaupt zusammenbringen? Nun, die ältere Literatur, die würde sagen, wir gucken nach in einem Standardlehrbuch der Volkswirtschaftslehre, schauen bei einem Österreicher nach, Wolfgang Stolper hier und Paul Samuelson, sein Co-Autor, die vor 75 Jahren das sogenannte Stolper-Samuelson-Theorem aufgeschrieben haben. Na, ist eine schöne Theorie, die man Ich liebe das, wenn man das unterrichtet, weil es so nett und schön und eindeutig ist, was man da zeigen kann. Und ein Ergebnis ist, dass Handelsliberalisierung in diesem Modell zwingend absolute Verlierer hervorbringt, ja, und Ungleichheit erhöhen kann. Nicht? Wenn die ganz Reichen absolut verlieren, dann sinkt die Ungleichheit. Und das könnte man jetzt versucht sein, für Deutschland anzuwenden, und dann würde man etwas sagen können wie dass wir eine höhere Ungleichheit seit 1990 bekommen, weil es arbeitsintensive Güter sind, die stark nach Deutschland hereinströmen. Und das führt dazu, dass die Niedrigqualifizierten absolut verlieren. Das könnte man für eine Schlussfolgerung halten. Aber leider Gottes ist es so, dass das wirklich ein 75 Jahre altes, sehr simples Modell ist, das ich nicht mehr belasten würde. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es theoretisch nicht verallgemeinbar, nicht? Also ich kann Ihnen sofort eine Variante hinschreiben, da brauchen wir nur statt zwei Produktionsfaktoren, Kapital und Arbeit, einen dritten haben. Und schon sind wir in etwas, das neoklassische Ambiguität heißt, also wir können eigentlich die Vorzeichen nicht mehr bestimmen. Dazu kommt, dass das Modell empirisch nicht wirklich erfolgreich ist, das zeige ich Ihnen noch ein bisschen mehr im Detail. Aber wir können nur einen kleinen Teil, ein Drittel vielleicht, des Anstiegs der Lohnungleichheit erklären. Der Rest bleibt uns ein Mysterium, da brauchen wir andere Modelle. Dann kommt dazu, dass dieses Gedankenkonstrukt darauf abstellt, dass zwischen den Sektoren Reallokation stattfindet, also zwischen einem arbeitsintensiven und einem kapitalintensiven Sektor. Wir wissen aber, dass in Deutschland 80% mindestens vielleicht mehr der Bewegungen nicht zwischen den Sektoren stattfinden, sondern innerhalb der Sektoren. Da kann das Modell auch nicht helfen. Und was auch dazu kommt, ist, dass die Konsumkörbe, das, was die Personen konsumieren, was der Kapitalist konsumiert und der Arbeitnehmer, dass sich die unterscheiden. Der Arbeitnehmer konsumiert ganz andere Dinge als ein Kapitalist. Und deswegen ist dieses Modell, so schön es ist und so instruktiv es auch ist, im Hörsaal in der Realität nicht wirklich sinnvoll einzusetzen. Was wissen wir über Deutschland? Hier habe ich Ihnen nochmal die Zunahme der Ungleichheit bei den Löhnen mitgebracht. So sieht das aus in den Daten der Bundesagentur für Arbeit. Und die gelbe Linie hier zeigt Ihnen, was wir alles nicht erklären können. Ja? Der Abstand zwischen der blauen und der gelben ist, was wir erklären können durch Bildung, Alter, Industriezugehörigkeit, regionale Variablen und so weiter. Das heißt, ganz viel hier, der Abstand von hier bis zu dem Punkt, wo diese gelbe Kurve entspringt hier, das können wir mit den klassischen Variablen gar nicht erklären. Da ist was anderes am Wirken. Ja? Was ist es, was am Wirken ist? Was ist es? Es ist eben das, was ich Ihnen hier als Matthäus-Prinzip versprochen habe. Was heißt das? Wir haben im Matthäus-Evangelium den Satz, den Sie sicher kennen,
Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das klingt ja ziemlich brutal. Ein Stück weit tut aber die Globalisierung, auch der technologische Wandel, auch die Verschärfung von Regulierung übrigens, tut genau das. Denn profitieren von großen Märkten, profitieren von neuen Technologien, profitieren auch von regulatorischen Änderungen können nicht alle. Es können vor allem die, die in der Lage sind zu investieren, sich in eine Lage zu versetzen, dann von diesen neuen Bedingungen auch wirklich Nutzen zu ziehen. Und wer kann investieren? Das sind typischerweise effiziente und produktive Firmen und es sind effiziente und produktive Arbeitnehmer in diesen Firmen. Die können diese Vorteile der Globalisierung, die größeren Märkte oder die neuen Technologien nutzen. Das geht dann über Mechanismen wie Rentsharing, dass sie also teilhaben können am Erfolg erfolgreichen Firmen oder dass gute Arbeitnehmer, also solche, die effizient und produktiv sind, eben auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in Firmen zu finden sind, die selber schon produktiv und effizient sind und deswegen auf den großen globalen Märkten erfolgreich sein können. Das kann man schön durchdeklinieren. Das sind sozusagen die neuen Modelle. Stolper-Simonsen, 75 Jahre alt. Das ist was wir neu sozusagen jetzt im Nachdenken in der Literatur haben. Und das produziert in der Tat zunehmende Ungleichheit durch Globalisierung. Das ist ein Modell, das funktioniert. Es ist aber etwas komplizierter. Es ist insofern komplizierter, als es indirekte Effekte gibt, das allgemein Gleichgewicht. Da gibt es immer auch diese Kraft, die sagt, wenn die Flut steigt, dann werden alle Boote ein Stück angehoben. Das gibt es ja auch und das kann dominieren. Und die Effekte der Globalisierung auf die Ungleichheit sind keineswegs monoton. Immer mehr, sozusagen Abschaffung oder Absenkung von Handelskosten, führt nicht immer mehr zu immer mehr Ungleichheit in diesen Modellen. Und das sieht dann ungefähr so aus, dass wir so eine umgekehrte U-Kurve haben. Wenn Sie hier von rechts nach links laufen, dann wird das Land immer offener. Ja? Wenn hier Autarkie steht, dann heißt das, dass das ist ja das Niveau der Ungleichheit in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Sie sehen, das ist geringer. Wenn wir die Ökonomie öffnen, dann steigt die Ungleichheit. Aber Sie sehen auch, dass das eben nicht einfach ein linearer Zusammenhang ist, sondern dass wir hier so eine umgekehrte U-Form haben. Wenn jetzt die USA offener wird, dass sie bewegt sich hier auf dieser Kurve nach links, dann kann das bedeuten, dass die Ungleichheit steigt. Für Deutschland aber kann heißen, dass dieselbe Erhöhung der Ungleichheit, weil wir schon offener sind, gar nicht zu einer weiteren Zunahme der Ungleichheit führt. Das ist ein Ergebnis dieser Modelle und wir haben so etwas für Deutschland kalibriert und ist gerade im Erscheinen im Journal of the European Economic Association, das eben besagt, in Deutschland sind wir in dieser Situation. Nicht? Das ist relativ robust. Wir können also sagen, stecken wir in das Modell diesen großen Schock hinein, von dem wir gesehen haben, diese massiven Zunahme der Offenheit. Was hat das bewirkt oder was hat das getan mit der Ungleichheit in Deutschland? Kommen wir zum Schluss. Vermutlich nicht viel. Ja? Und die Ergebnisse sind hier aufgeschrieben in einem Slide. Was wirklich die Ungleichheit, die Zunahme der Ungleichheit erklären kann in Deutschland, ist nicht die Zunahme der Offenheit, ist auch nicht der Leistungsbilanzüberschuss, sind nicht einmal die Hartz I bis III Gesetze, sondern was Power hat, was Erklärungsgehalt liefert, ist Hartz IV und das sind Veränderungen in Wettbewerbsgehalt nicht nur durch die Internationalisierung, sondern vor allem auch durch die Veränderungen innerhalb Europas, durch das Single Market Programm, Binnenmarktprogramm und solche Dinge. Ja? Was wir lernen hier ist, dass die Veränderung der Arbeitsmarktinstitutionen und nicht unbedingt der Handel diese Art von Ungleichheit, die wir betrachten, hier treiben und dass indirekte Effekte potenziell wichtiger sind, denn diese Dinge hier, Hartz I bis III und Hartz IV, sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die reagieren möglicherweise selber auf eine Veränderung in der Intensität des Wettbewerbs. Was sagen andere? Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht von Alan Helpmann, das ist der vielleicht bekannteste Außenwirtschaftstheoretiker der Welt, mittlerweile auch schon nicht mehr ganz jung. Und der sagt, wenn er alle Theorien, die existieren, die ich Ihnen gezeigt habe und die 500 anderen, die wir haben, nebeneinander hält, dann kommt er zum Schluss, dass der Einfluss der Globalisierung auf die Lohnungleichheit zwar da war oder da ist, aber dass er vergleichsweise im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren nicht der entscheidende ist. 20% sagt er so, roughly. Nicht? Vielleicht sind es mal in einer Studie 40%. In Deutschland haben wir gar nichts gefunden. 20% ist das, was er glaubt, hier eine Rolle spielt. Und dann gibt es einen Kollegen von ihm, auch in Harvard, deutlich jünger, ein Europäer, ein Katalane, der quasi jetzt in der Situation ist, den Stab zu übernehmen von Elhanan Heldmann und der sich
der auch solches Modell ausgerechnet hat, wie das, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, auch mit so einer Kurve, genau dieselbe Struktur im Prinzip, und sich das für die USA angesehen hat und dort findet, dass tatsächlich Handel in den USA Ungleichheit erhöht hat, wie das auch bei uns ist, in diesen und in einem Ausmaß auch ungefähr, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Und dass aber die Zunahme der Ungleichheit die Vorteile des Handels reduzieren. Denn Ungleichheit ist ja nichts, das uns kalt lässt. Das geht ein in unser Kalkül. Wenn wir Wohlfahrt sagen und Wohlfahrt berechnen, ist das etwas, das eine Rolle spielt, das die Nützlichkeit des Handels reduziert, wenn wir die Einkommen stärker streuen. Und nach den Rechnungen von Paul Andras und seinen Co-Autoren macht das 20% der Gewinne, die Herr Hoffmann angesprochen hat, wieder zunichte. Wenn wir aber in der Lage wären, umzuverteilen mit einfachen Mechanismen, wie das da von den Harvard-Kollegen angeboten ist, dann können wir die Handelsgewinne wieder steigern. Dadurch nämlich, dass wir eine bessere Gleichverteilung dieser Vorteile aus Globalisierung erreichen. Jetzt habe ich kurz versprochen, auch etwas zur TTIP-Debatte zu sagen, aber Frau Pinzler, die schaut schon ganz böse. Jetzt will ich Ihnen vielleicht nur meine Schlussfolgerung zum Ende zeigen aus diesem ganzen TTIP-Thema. Wir haben uns da jetzt schon ein paar Monate lang beschäftigt mit der Frage, was können wir denn eigentlich lernen aus dieser ganzen TTIP-Debatte? Wir haben hier ungefähr 60.000 Befragungsdaten aus den Eurobarometer-Umfragen zu TTIP. Nicht? Und wenn wir meinen, die Welt würde getrieben von Dingen, wie sie Stolper und Samuelson betont haben, dann würden wir meinen, es sollten eigentlich die Personen sein mit niedriger Qualifikation, ja, im Industriebereich, die besonders gegen TTIP sind. Und das finden wir gerade nicht. Ja, das finden wir eben nicht. Es ist eine relativ durch alle Bevölkerungsgruppen gehende Ablehnung. Es scheint nicht zu sein, dass Verteilungsfragen im klassischen Sinn jedenfalls den Widerstand gegen TTIP ausgelöst haben, sondern es hat wahrscheinlich mehr zu tun mit allgemeiner Verunsicherung und mit einer Bedrohung oder einer wahrgenommenen Bedrohung von Identitätsfragen. Und wenn Sie mich fragen, in der Migrationsdebatte oder auch in der Brexit-Debatte sind diese Identitätsfragen die eigentlich zentralen und es ist gar nicht mal so sehr die Ungleichheit im engen Sinn. Auf eines möchte ich noch eingehen, bevor ich ein paar wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen ziehe. Nämlich, was wir häufig in der Literatur komplett vergessen, ist die Tatsache, dass eigentlich, was Handel tut, zunächst einmal bei den Preisen beginnt. Wenn wir Stahl importieren aus China und dieser Stahl wird zu Billigpreisen bei uns verkauft, dann drückt das bei uns die Stahlpreise und dadurch möglicherweise hat das einen Einfluss auf die Löhne. Aber es sind zunächst einmal die Preise. Und diese Preisseite wird typischerweise, wenn wir empirisch über das Thema Ungleichheit nachdenken, vergessen. Wir haben für alle Bürger in Deutschland denselben Preisindex, dieselbe Inflationsrate. Und das stimmt nicht. Die Inflationsraten sind unterschiedlich für Haushalte mit unterschiedlichem Einkommen. Hier möchte ich Ihnen ein Chart zeigen, das aus einer Studie kommt von Furman und Co-Autoren. Die waren einmal einflussreiche Ökonomen in den USA und sind nicht mehr. Also die waren im Sachverständigenrat sozusagen von Barack Obama. Ja, hat sich geändert in der Zwischenzeit. Die haben nichts mehr zu melden. Aber was dort gezeigt wurde, ist, dass die Zölle, die die USA einheben, die sind gering. Aber wer bezahlt die Zölle eigentlich? Da finden die Kollegen, es sind vor allem die Armen. Hier, das ist das erste Einkommensdezil, das sind also die ersten 10% der Einkommensverteilung. Die Ärmeren bezahlen die Zölle, 1,65% sind ihre Ausgaben belastet mit diesen Zöllen. Und wenn Sie dann die reicheren Haushalte angehen, dann sinkt diese Zollbelastung. Und warum ist das so? Nun, wenn Sie sehr viel Geld haben in Manhattan, dann werden Sie sich keinen Anzug kaufen, der irgendwo in Indien oder in China geschneidert wird, sondern Sie gehen zu einem Herrenausstatter und kaufen das Ding. Da ist kein Zoll drauf, das ist nichts, das importiert werden muss. Oder wenn Sie sehr viel Geld haben, kaufen Sie sich ein Luxusauto, das wird immer noch in den USA gebaut und ist eben nicht mit Zöllen belastet. Wenn Sie aber eine Kia, irgendein Importauto kaufen, weil Sie sich nichts anderes leisten können, dann liegen da Zölle drauf. Das führt dazu, dass die Zölle regressiv sind. Nicht? Das ist etwas, das in der Diskussion kaum wahrgenommen wird. Und auch in Deutschland könnte es so sein, da sind wir gerade dabei am IWO, uns das genauer anzugucken. Hier sehen Sie, wie sich der Verbraucherpreisindex entwickelt hat, von 1993 bis Ende 2017. Wir haben sozusagen insgesamt einen Anstieg in etwa des Preisniveaus von 50% gehabt. Aber bei bestimmten Gütern, ich habe einfach ein paar herausgegriffen, bei denen der Importgehalt sehr hoch ist, war dieser Anstieg deutlich geringer. Möbel und Leuchten sind insgesamt nur 25% teurer geworden. Schuhe und Schuhbehör, das wackelt furchtbar wegen der Saisonalität, aber auch nicht viel mehr als 25%. Bekleidungsartikel vielleicht 15% teurer geworden über diese Zeit. Elektrische Kleingeräte gar nicht teurer geworden. Und elektrische
und andere Haushaltsgroßgeräte, die Waschmaschine, ist billiger geworden um 25%. Das sind also alles Güter, die gehandelt werden und die nachgefragt werden von im Prinzip jedem Haushalt. Ob sie nun viel Geld haben oder wenig Geld haben, sie müssen Kleidung kaufen, sie müssen Schuhe kaufen, sie haben auch eine Waschmaschine und einen Mixer. Und das legt nahe, dass auch in Deutschland es so sein könnte, dass die Tatsache, dass hier drauf Zölle liegen, aber auf viele andere Dinge hier und andere Handelsbarrieren oder auf viele andere Dinge, die hier enthalten sind, keine Zölle und Handelsbarrieren liegen, weil viele Güter ja gar nicht handelbar sind und im Inland hergestellt werden, ausschließlich für den inländischen Gebrauch, dass das in der Zusammenschau dazu führt, dass auch bei uns die Handelskosten letztlich am Ende regressiv sind und eine Abschaffung dieser Kosten auf der Preisseite, da reden wir gar nicht über den Arbeitsmarkt, auf der Preisseite die Ungleichverteilung der Konsummöglichkeiten jedenfalls reduzieren könnte. Ich möchte, was die wirtschaftspolitischen Dinge angeht, zunächst einmal ein paar Dinge zusammenfassen. Erstens, wir haben in der Tat jenseits dieser Literatur aus den 40er Jahren gute Gründe zu glauben, dass es einen Zusammenhang geben sollte zwischen Ungleichheitsdynamik und Handelsliberalisierung. Aber der Zusammenhang ist komplex, er ist nicht linear und nicht eindeutig, wenn Sie an Studien herangehen, die diesen Zusammenhang versuchen, empirisch zu messen. Die klassische Vorstellung, dass die Verteilungseffekte, die die Globalisierung auslöst, festgemacht werden können an Berufen, an Industrien, an Regionen, an Bildungsklassen, diese Vorstellung ist weitgehend obsolet. Ich will nicht sagen, sie ist komplett obsolet, aber sie erklärt uns nicht einmal die Hälfte, ich sage vielleicht 33% der Dynamik der Lohnungleichheit. Und was wir auch wissen, das denke ich, kann man als gesichert ansehen, ist, dass Handel einen Teil der Ungleichheitsdynamik erklären kann. Im Durchschnitt über all die Studien, die es da gibt und viele Länder und Anwendungen vielleicht 20%. Andere Dinge sind wichtiger. Und wenn wir sagen Handel, dann heißt das ja noch lange nicht Handelspolitik. Der Handel ist ja gestiegen in der Welt, nicht nur, weil wir Zölle abgesenkt haben, da waren ganz andere Dinge wichtiger, nämlich die Einführung der Containerschifffahrt oder die Absenkung von Informations- und Telekommunikationskosten. Das hat gar nichts mit Handelspolitik zu tun. Das heißt, die 20%, die wir hier erklären, nur ein Teil davon ist letztlich am Ende auf Handelspolitik zurückzuführen. Und schließlich, was mir wichtig ist, wir müssen mehr verstehen, wie die Preisseite wirkt. Denn die könnte durchaus, ich habe hier ein Fragezeichen, weil das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, denn die könnte durchaus pro pur sein, also gerade den Geringverdienern mehr helfen. Was würde ich jetzt sehen, was wir tun müssen? Ich glaube, was wir brauchen, ist, wir müssen nachdenken über Sicherungssysteme für Arbeitnehmer, die den Arbeitnehmer wirklich ins Zentrum stellen. Wir sagen gerne, save the worker, not the job. Ich glaube, Jens wird mir zustimmen. Das ist besser, als Industrieprogramme aufzulegen, speziell für den Stahl, weil der jetzt angeblich unter Druck ist. Oder für Regionen, die angeblich abgehängt sind. Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit, im Wettbewerb um Mittel, wird es immer schwierig sein, wirklich herauszufinden, ob ein Betrieb, eine Branche, eine Region negativ von Globalisierung beeinträchtigt oder betroffen ist oder ob es ganz andere Gründe sind, nämlich dass schlechte Politik gemacht wurde oder dass schlechte Entscheidungen getroffen wurden in Unternehmen. Ich glaube, wir brauchen einen umfassenden Ansatz. Es macht wenig Sinn zu sagen, wir haben hier die Globalisierungsopfer und hier die Technologieopfer und hier die Opfer des Ende der Braunkohleförderung. All das produziert ja Verlierer. Was wir brauchen, ist also nicht ein spezieller Globalisierungsfonds, wo wir sagen, das haben euch die Chinesen angetan und deswegen werdet ihr entschädigt, sondern wir müssen prinzipiell darüber nachdenken, wie wir die Verlierer von allen unterschiedlichen Typen gesellschaftlichen Wandels, wie wir die kompensieren können, wie wir ihnen Chancen aufmachen können. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass die Progressivität unseres Steuer- und Transfersystems in den letzten Jahren zurückgegangen ist, deutlich zurückgegangen ist und dass wir darüber nachdenken sollten, wie wir diese wieder stärken können, wie wir den Staat wieder in seiner Versicherungsfunktion glaubwürdiger machen können, damit die Menschen mehr Vertrauen haben, auch in die Zukunft und die Unsicherheit, die, glaube ich, wichtig ist, auch für das Wahlverhalten am Ende, nicht mehr so stark wahrgenommen wird. Dazu gehören auch marktliche Versicherungssysteme. Damit meine ich nicht die Allianz und die Munich Re, sondern damit meine ich die Tatsache, dass man, wenn eine Region negativ betroffen ist, aus dieser Region auch abwandern kann. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es hat natürlich in einem großen Umfang in Deutschland so funktioniert, dass Regionen, die verloren haben, das gab es immer schon, dass die eben dann auch Abwanderung erlebt haben, dass die Menschen in Regionen gegangen sind, die besser florieren. Und hier ist ein Thema, das mir wichtig ist, die Mobilitätskosten, die in Deutschland hoch sind, durch Dinge wie zum Beispiel Grunderwerbsteuer.
Ein Punkt, der sicherlich auch konsensfähig ist, ist die Frage, wie können wir damit umgehen, dass der Wandel nicht nur über die Globalisierung, technologischer Wandel und viele andere Veränderungen so schnell auf uns hereinprasseln, wie wir da unsere Lern-, Schul-, Studiumsysteme umbauen. Ich glaube, da sind wir erst im Beginn einer ganz zentralen Diskussion. In den USA ist davon kein Spur. Wenn Sie selbst jetzt in die Medien schauen, selbst in die, sag ich mal, links der Mitte, ist dieses Thema, dass sozusagen der Wandel Frustration erzeugen kann, dass der Wandel auch zu schnell laufen kann, ja, wird nicht diskutiert. Und die Frage, wie der Staat, die Wirtschaft, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften hier zusammen Konzepte entwickeln können, das findet einfach nicht statt. Und letzter Punkt, wenn wir wollen, dass die Segnungen der Globalisierung, die es zweifellos gibt, bei den Menschen ankommen und nicht nur bei den Unternehmen, dann müssen wir auch an das Wettbewerbsrecht denken, an die Monopole, an die Kartelle, die nämlich dazu führen können, dass das Zurückgehen von Handelskosten, ob das Zölle sind oder andere Dinge, nicht bei den Menschen ankommen, sondern nur bei den Anteilseignern der Firmen. Und das wäre auch etwas, das man kaum hört in der Diskussion, das aber, glaube ich, zentral ist und einen zentralen Mechanismus, nämlich das Durchreichen der Gewinne der Globalisierung zu den Menschen reguliert. Damit habe ich Ihre Geduld, glaube ich, ausreichend strapaziert. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir würden natürlich alle wahrscheinlich gerne über ganz viele Punkte direkt mit Ihnen diskutieren. Das wollen wir jetzt nicht. Ich würde Ihnen aber gerne die Gelegenheit geben, wenn Sie direkt eine Frage zu der einen oder anderen Folie haben, wo Sie sagen, das ist mir nicht ganz klar oder da wüsste ich gerne noch eine Sache mehr, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, inhaltlich diskutieren über vieles von dem, was Herr Felbermayr uns gesagt hat, tun wir dann ganz am Ende noch. Ich gebe Ihnen noch eine kleine Sekunde. Bitte sehr. Es gibt ein Mikrofon. Ja, eine Frage nur. Sie sagten, die Globalisierung, Sie sagten, die Ungleichheit habe nach 2005 nicht weiter zugenommen. Sie sagten aber auch, die Ungleichheit werde mit Hartz IV erklärt. Und Hartz IV kam ja in diesen Räumen angekündigt dann erst ab dem Jahr 2005. Wie kann das gehen? Naja, das kommt deswegen, dass wir in der Ungleichheitsentwicklung, die Sie ja gesehen haben, ganz viele Einflüsse haben. Nicht? Und deswegen kann man auch nicht dabei stehen bleiben, nur die Zahlen anzugucken, sondern muss dann doch einsteigen in eine tiefere Analyse, eben diese Simulation und Kalibration eines Modells, was wir gemacht haben, weil es durchaus gleichzeitig richtig sein kann, dass Hartz IV die Ungleichheit nach oben zieht und andere Faktoren, zum Beispiel die Hartz I bis III Punkte, die Ungleichheit nicht erhöht haben, sondern eher zurückgezogen haben, weil sie die Partizipation am Arbeitsmarkt erhöht haben und dort, wo Bruttoeinkommen von Null waren, positive Bruttoeinkommen entstanden sind. Im Gesamten hat das dazu geführt, dass die Ungleichheit, wie Sie gesehen haben, eher stabil geblieben ist und gleichwohl ist Hartz IV ungleichheitserhöhend gewesen. Da gibt es keinen Widerspruch. Ja? Nicht ganz zufrieden? Warten Sie, da kommt das Mikrofon. Also das Hartz I bis III, das Gegengewicht zu Hartz IV bieten kann, überzeugt mich nicht so ganz. Aber gut, das müssen wir mal. Steigen wir jetzt nicht, wahrscheinlich besser nicht in die Hartz-Debatte ein, oder? Könnten wir wahrscheinlich den Tag mitfüllen. Sebastian Dullin. Eine Frage hätte ich zu dieser Grafik am Anfang, wo Sie den Gini gezeigt haben, wo dann die eine Kurve nach unten quasi abgeknickt ist. Vielleicht könnten Sie einmal ganz kurz noch sagen, was Sie da gemessen haben, weil das auch nicht das ist, was man zum Beispiel in den, da steht jetzt Ungleichheit der Gesamtbevölkerung dran, wenn das die IW-Zahlen zum Gini veröffentlicht, sehen die nicht so aus, sondern das geht da oben parallel weiter. Was für Einkommen messen Sie hier? Und was ist dann Gesamtbevölkerung? Ist das dann nicht mehr bedarfsgewichtet oder was ist da passiert? Doch, das ist schon bedarfsgewichtet, aber es sind Arbeitseinkommen. Ja? Das ist eine wichtige Einschränkung. Insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das aufbringen. Wenn wir hier Kapitaleinkommen, Einkommen aus Miete und so weiter mit ins Bild nehmen, dann sieht die Situation anders aus, dann sieht sie so aus. Dann sieht sie so aus. Nicht? Das ist also das Bild, das Sie vielleicht kennen. Das sind ja Zahlen des DIW, auch mit Daten des DIW. Vorsteuern, blau, nicht? Aber auch da ist die Sache nicht mehr angestiegen, sondern ein bisschen zurückgegangen am aktuellen Rand, soweit wir die Zahlen haben, wieder ein bisschen nach oben. Aber das andere Bild eben hat mit Arbeitseinkommen zu tun und mit der Tatsache, und das finde ich dann doch, glaube ich, wichtig, auch für uns hier, dass es darauf ankommt, wie wir umgehen mit der Tatsache, dass wir auch mehr Personen in Beschäftigung gebracht haben. Das Bruttoeinkommen, die mal null waren, plötzlich nicht mehr null sind. Das führt automatisch zu einer deutlichen Reduktion
der Ungleichheit der Arbeitseinkommen. Nicht? Und das erklärt diesen Knick. Das war etwas, das, wenn man nur auf die Beschäftigten guckt, wenn Sie Studien der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel anschauen, des IAB, dann werden ja nur die Beschäftigten angesehen. Und da sehen Sie diesen Knick natürlich nicht, ja? Weil da die Voraussetzung, um in der Statistik aufzutauchen, ist, dass sie Arbeit haben. Ja? Aber genau das ist ja in den letzten 10, 15 Jahren doch in Deutschland deutlich anders geworden. Okay. Sie hatten noch eine Nachfrage? Mein Name ist Lisa Preis. Ich habe eine Frage zu den Zöllen. Das war mir nicht ganz klar. Sie sagten, dass die Zölle die niedrig verdienenden oder weniger verdienenden Menschen stärker belasten würde. Für mich ist es aber doch eine Frage, was ich mit den vereinnahmten Geldern mache. Wenn ich die an die niedrig verdienende Bevölkerung zurückverteile, dann belasten doch die Zölle gar nicht die Niedrigverdiener, sondern verhelfen den Niedrigverdienern. Ist das richtig? Ja, da haben Sie recht. Ich habe nichts darüber gesagt, wo die Zolleinnahmen hinfließen. Im Idealfall geht das in Stützung der Einkommen der Niedrigverdienenden, kann schon sein. Die Frage ist aber, ob es nicht besser wäre, statt über Zolleinkommen, sage ich mal, BAföG zu finanzieren, das über Steuern zu machen, die weniger verzerrend wirken. Zölle sind ziemlich schlechte Steuern. Wenn wir Steuern erheben wollen, um Umverteilung damit zu machen, da gäbe es bessere. Auch solche, die direkt eingreifen in die Einkommensverteilung. Wenn das Sinn ist, umzuverteilen, würde man das nicht über Zölle machen, sondern müsste man über Dinge nachdenken wie den Spitzensteuersatz oder die Progressivität im Steuersystem insgesamt. So, es gibt noch eine letzte Frage da hinten. Ja, danke. Sebastian Gechert vom IMK. Sie hatten am Ende kurz angesprochen, die mobilitätssenkende Wirkung der Grunderwerbssteuer. Da war mir nicht so ganz klar, sozusagen, welche Verlierer der Globalisierung das direkt trifft. Also es sind ja nun nicht üblicherweise die Geringverdiener, die sich dann ein Haus irgendwo in einem Ballungsgebiet kaufen müssen. Ja, also da haben Sie natürlich recht. Das betrifft jetzt nur Personen, die tatsächlich ein Haus kaufen. Aber was ich sagen möchte, gilt allgemeiner. Wir haben hohe Mobilitätskosten und das ist nicht nur etwas, das beim Grunderwerb eine Rolle spielt, das ist auch etwas, das Sie in den Maklerkosten finden, das Sie in Notarkosten finden, wo wir in Deutschland relativ teuer sind und was die Umzugskosten insgesamt höher werden lässt. Und eine natürliche Funktion sozusagen des Ausgleichs in einem Markt verhindert. Und das war mein Punkt, aber Sie haben natürlich recht, obwohl man sagen muss, auch das ist ein Ergebnis, glaube ich, der neueren Literatur, die Globalisierungsverlierer, die sind nicht nur eben in den, sagen wir mal, klassischen Industriereviren, die klassischen Industriearbeiter oder so. Ne? Die finden wir in allen Branchen. Das hat viel weniger mit Bildung zu tun, als wir gerne glauben. Das hat viel weniger mit Zugehörigkeit zu einzelnen Berufsbildern oder zu einzelnen Branchen zu tun. Das heißt, es gibt auch Hochverdiener, die von negativen Globalisierungsschocks getroffen werden. Es kribbelt mich jetzt natürlich in den Fingern, bei allen möglichen Dingen sofort reinzugrätschen und kräftig zu diskutieren. Ich danke Ihnen, dass Sie das nicht getan haben, sondern tatsächlich erstmal Fragen zum Vortrag gestellt haben. Deswegen würde ich jetzt auch weitergehen, weil ich weiß, nehmen wir jemanden, den es mindestens so sehr kribbelt, den ich schon immer so mit dem Fuß wackeln sehe. Und zwar ist das jetzt unser nächster Redner. Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank, Professor Felbermayr. Wir hören gleich nochmal von Ihnen.